Sie ist schön, gescheit und dünn. Zu dünn. Verschiedene Experten und Beobachter machen sich Sorgen um das Berner Topmodel Julia Sahner. Essstörungen und Magersucht gehören zum Modeln leider fast ein bisschen dazu. Die Julia selber gibt jetzt aber ganz entschieden eine Warnung. Obschon sie in den letzten Monaten ein paar Kilo abgenommen haben, haben sie überhaupt kein Problem mit dem Essen. Die Bilder von der Julia am Elite Model Contest haben dem neuen Topmodel nicht nur gute Schlagzeilen eingebracht. Die gleichen Medien, die über ihren Sieg gejubelt haben, lästern jetzt über ihre Figur. Das trifft die 17-Jährige extrem. Ja, einfach die Behauptung, ich sei magersüchtig und ich habe anscheinend 7 Kilo abnehmen und dass Ursula mir das schon von Anfang an, also Ursula, die Inhaberin von der Agentur, dass sie mir von Anfang an das schon gesagt habe, ich müsse x Kilo abnehmen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Mit der erfundenen Geschichte rund um ihre Person wird sie sich ihrem zukünftigen Job müssen umschlagen. Ja, ist eigentlich schon noch ähnlich traurig. Ob schon wahrscheinlich einfach, was sie erreichen wollen, die Magazine, ist, dass sie aufmerksam machen auf Magersucht. Dass die wie einfach jetzt ein Gesicht suchen, das jetzt mehr getroffen hat. Für die Ernährungsspezialistin weisen die Julia ihr Gewicht und Figur nicht auf eine Magersucht hin. Wenn sie sagt, sie tut ausgewogen sonst essen, ist das sicher in Ordnung. Dann heisst das sehr wahrscheinlich, dass sie in der Familie eher schlanke Leute sind. Und man darf auch nicht vergessen, sie ist 17. Also das heisst, man kann sie noch nicht gerade vergleichen mit erwachsenen Frauen, die dann noch ein kleines höheres Körpergewicht haben, was als normal dann würde gelten. Ganz verharmlosen will Daniela Fahrn in dem Fall Julia aber nicht. Ich würde sagen, es besteht ein Risiko, wenn sie in dem Metier innen ist, dass man einfach die Masse hat und nachher dann, sie wird ja eigentlich älter. Das heisst, theoretisch nach der Kurve von der Größe und vom Gewicht, das man in ihrem Alter tut, vergleichen, würde man eigentlich noch etwas zunehmen. Und wenn sie schon jetzt die Masse muss erreichen, nehme ich nicht an, dass sie, wenn sie ein Jahr älter ist, höhere Masse darf haben. Dass sie nicht nur in der Schule, sondern auch bei ihrer Figurdisziplin muss zeigen, nimmt Julia für ihren Modeljob in Kauf. Um ihre Masse von 80, 61, 90 zu behalten, macht sie viel Sport und hält sich an die Ernährungstipps der Modelagentur. Verzichte ein bisschen mehr auf das Süße und nicht mehr so viel zwischendurch zu essen. Aber total ausgewogen. Also ich esse wirklich alles, ich esse sehr gerne. Also ich esse von Gemüse, Früchte, Fleisch, Fisch, auch Kohlenhydrate. Also ich esse wirklich alles und ausgewogen und bin auch eine Genießerin eigentlich, ja. Und die Energie und das Lachen lässt sie sich durch nichts nehmen.